LOL? Hä? Digga hat einen freaking Namen. Ach, so ein YouTuber mit so Kabos. Yo, was? Was? Oh mein Gott! Digga! Leute, das heutige StumbleGuys-Video wird unglaublich heftig. Ich habe Besuch in meiner Lobby bekommen von zwei der besten StumbleGuys-Spieler der Welt. Die haben sogar andere Namen und andere Auszeichnungen an ihrem Namen dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr seht gleich alles, was passieren wird. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kevin Spielt-Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Runden. So, wir machen nochmal ganz kurz hier eine neue Lobby. Ich mache nochmal ganz kurz hier Humus auf meinen Dings. Auf meinen Teller und dann muss ich Humus... LOL? Hä? Digga hat einen freaking roten Namen. Was? Wieso hat er einen roten Namen? Goku, kannst du mal in den Chat reinschreiben, warum der einen roten Namen hat? Das ist ein YouTuber. Was? Content Creator mit 200.000 Subs auf YouTube. Was? Hä? Als ob jetzt hier einfach so ein Content Creator reinkommt. Oder ist der einfach jetzt random hier? Warum ist Maluko bei dir drin? Bruder, keine Ahnung. Maluko. Hä? Ist einfach so ein YouTuber mit so 200.000 Abos, der hier bei mir in der Lobby drin ist. Hä? Krass. Glaube, der ist random drin? Was? Die mit diesem W sind krass. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird hier eine geisteskranke Spitzer-Lobby. Wahrscheinlich random. Hä? Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ein Hacker 100 Pro. Nee, das ist ein Content Creator. Was bedeutet das W? Ja, stimmt. Wofür steht das W? Dieses grüne W, wofür steht das? Das hat ja dieser Maluko und noch so ein anderer in meiner Lobby. Digga, hat einfach einen roten Namen, hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? WTF. Och, nee. Ach, komm. Kann ich jetzt schon vergessen. Oh mein Gott. Hast du einen Ventilator? Nee, ist mein Fernseher. Mein PC. Für Win? Aber was für ein Win? Wo haben die denn den Sieg geholt? In so einem Turnier? Okay, wir gucken mal dem YouTuber zu, Maluko. Die W im Namen sind, glaub, Season Winner. Okay, das ist Goku. Amir. Okay, das ist der YouTuber. Okay, schauen wir mal. Oh, er wurde runtergeboxt. RIP. RIP, jetzt ist er ganz am Anfang. Okay, ich glaube, der kann es nicht mehr holen. Es tut mir leid. Ich glaube aber, der kann es nicht mehr holen. Amir? Krass. Leute, wer ist dieser Diego? Wer ist dieser Diego? Der ist auch krass. Der hat zwei Ws in seinem Namen. Schade, der YouTuber ist raus. Ey, Maluko, greetings from Germany. Thanks for joining my lobby, bro. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es gibt Rank-Turniere, wenn man in einer Season auf einem Server am meisten Rank-Turniere-Wins hat. Auf einem Server kriegt man einen W. Krass. Und der hat zwei Ws, der Diego. Das ist jetzt hier so ein mega Schwitzer-Finale. Wir schauen mal diesem Diego zu, der diese zwei Ws hat. Das ist anscheinend auch ein Pro. Oh, okay. Ich glaube, er gibt auch schon auf, weil er zweimal runtergefallen ist. Ah, gucken wir mal, ob Goku das wiederholt. Oh, Goku auch wieder sehr weit vorne. Also das W bedeutet, wenn einer in einer... Ich lese gleich mal vor, was Goku geschrieben hat. Junge. Digga. Digga, Digga. Aber Tyrex auch sehr schnell. Ja, wenn man halt einmal failt, dann ist man halt raus, ne? LOL, Maluko. Hello. GG's, Bro. Sollen wir nochmal eine Runde machen? Er ist hier noch drin. Wir können nochmal eine Runde machen. Und dieser Diego ist auch noch drin. Also an sich könnten wir in der Lobby nochmal neu starten. Also das hier sind, also man kann dann quasi sagen, er hier, weil er so ein W hat, das ist ja schon extra, also nur wenn man ein W hat, ist es ja schon dann sehr krass, oder nicht? Er kann Deutsch. Ach so, er kann Deutsch. Maluko und Diego sind beide aus Portugal. Ich will nochmal so eine Lobby spielen, ich will mal sehen. Wir machen danach nochmal eine neue Lobby, Freunde. Digga, ist ja so krass. Aber Goku, du hast ihm aber doch nicht Bescheid gesagt, oder? Oh. Oh, ich bin sogar gut am Start gerade. Ey! Ey, nein. Oh mein Gott. Nein. Digga, was sollen wir denn machen? Ah, jetzt können wir was machen. Ah, ich glaube... Kann ich mich noch qualifizieren? Doch, ich kann mich, glaube ich, noch qualifizieren. Nein! Oh mein Gott. Diego ist im Team von Maluko.
Krass. Hä, woher wisst ihr das denn alles? Sind beides Nationalspieler. Krass. Okay, Maluko hat sich aber leider nicht qualifiziert. Aber Diego ist noch drin. Wir schauen jetzt mal Diego zu. Der mit den zwei grünen Ws. Mhm. Okay. Oh, Amir ist noch nicht drin. Amir auch drin. Krass. Okay, also ich glaube, das ist jetzt... Also gerade eben war schon eine geisteskranke Final-Lobby. Aber ich glaube, das ist jetzt eine extrem krasse Final-Lobby. Maluko ist einer der besten Spieler von der spanischen Nationalmannschaft. Alter. Jetzt will ich irgendwie so... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt will ich so ein Finale sehen. Das ist halt Taktik und Skill. Oh mein Gott. Okay, ich bin auch mal gespannt, ob hier auch noch normale Zuschauer mit bei sind. Ich meine, Ami ist ja ein Zuschauer. Okay, wo ist Diego? Diego ist hier. Okay, wir schauen ihm mal zu. Okay, wir skippen mal ein bisschen durch. Diego ist also noch auf jeden Fall im Rennen. Ami ist in der Mitte. Okay, ihn kenne ich nicht. Ist auch wahrscheinlich ein Zuschauer. Goku ist hier. Pax Lucas, der hatte gerade eben auch schon eine Runde gewonnen. Der ist auch noch am Start. Diego ist hier. Boah, krass, er hat einfach runtergeboxt. Boah, Diego ist noch mit am höchsten. Der hat noch mit die höchste Position. Oh, Diego und Goku. Diego und Goku, okay. Junge, schau euch mal an, wie die tryharden, die Jungs. Oh mein Gott, er hat ihn einfach weggekickt. Oh, Goku gegen Diego. Oh. Ey, GG's. GG's, Diego. Ist Goku denn noch drin? Oh, Goku, Digga. Hä? Junge, wie gut ist Goku? Hä? Wie gut? Bruder, Goku, wie gut bist du? Wie gut bist du, Bro? Hä? Junge, dieses Finale, Alter. Krass. Okay. Also, GG Maluko. GG Diego. Wir gehen jetzt in eine neue Lobby. Loi, Maluko ist nochmal drin. Hä? Digga, er will es richtig wissen. Diego auch nochmal drin. Das Ding ist halt, ich glaube, Maluko wird halt schon ein bisschen getargetet. Und Diego halt auch. Wegen diesen Ws, ne? Passt auf, ich gewinne jetzt einfach. So ein Ding ist das nämlich. Oh, nee. Ja, gut. Ja, no chance. Oh, Laser Tracer. Laser Tracer. Lol, Diego ist raus. Okay, ist nur noch Maluko drin. Nur noch Maluko ist drin. Der hat so einen Pinguin-Skin. Okay, wer ist noch drin, den ich kenne? Pax Lucas ist noch drin. Okay. Okay, Diego ist raus. Ich glaube, Maluko probiert hier einen Win zu holen. Ich drücke ihm die Daumen. Digga, ist immer noch, auch noch keiner raus, ne? Aber Laser Tracer Box ist ehrenlos. Ja. Boah, was? Wie alle tryharden? Ist erst einer rausgeflogen. Ja, man muss halt auch echt aufpassen, ne? Weil alle wollen halt auch boxen, ne? Wenn sie können. Deswegen muss man so die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Boah. Oh, Junge. Krass. Maluko ist so Gott in dem Laserspiel. Aber krass, dass ihr den auch alle kennt. Ist heftig. Maluko hat schon oft Timeout in Laser geschafft. Also 6 Minuten. Was? Okay, wir gucken Maluko jetzt mal zu. Ich drück die Daumen. Vielleicht macht er da ja irgendwie ein Video draus. Wenn er bei mir gewinnt. Wäre witzig. Na, dafür muss er auf jeden Fall gewinnen. Okay. Ja, die nerven ihn halt alle, ne? Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Aber gut, am Ende muss sich eh trotzdem jeder um sein eigenes Positioning kümmern, wenn man hier gewinnen möchte. Okay. Maluko, der ist der Beste aus Portugal. Ja, ja. Oh. Oh, Maluko noch im Rennen. Oh, no! RIP, das war jetzt unlucky, hier konnte nichts machen. Ey, aber ich weiß es gerade nicht, ist Serdar 61, ist das jetzt ein normaler Zuschauer von mir? Wenn ja, dann sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass, Serdar. Goku auch drin, okay. Amir auch drin und Maluko auch wieder drin. Eieiei. Tigger, alle benutzen dieses Slide-Emote. Aua, oh, Mann! Immer fliege ich dann auf einmal durchs... Leute, ist er da? Hallo?
Ey, GG, Serda, Bro, wirklich. Stark, dass du da letzte Runde gewonnen hast. Ja, Digga, no chance. No chance. Okay, wir gucken mal Armin jetzt zu. Oh. Schade, Bro. Okay, Goku noch drin, Maluko noch drin, Lukas noch drin. Oh, Water Slide. Super Slide, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir gucken mal Luko zu. Ah, Junge. Boah. Komm schon mal, Luko. Was? Was? Yo, was? Was? Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott! Digga! GG's, Bro! WTF!